Was ist hier los? Ach so, die Rohre sind zu schlecht oder wie? Also anscheinend wird das Ding hier durchgehend befüllt und es stellt auch durchgehend Kupfer her, aber es kann es nicht weglegen. So, und jetzt kriegst du das Kupfer ab. Okay, also vielleicht auf MK3 Rohre umstellen? Machen wir erstmal MK2 Rohre. So, und zwar hier. Da passt jetzt also mehr rein. Dann bist du auch noch MK2 und dann brauchen wir MK2 Untergrundrohre, mehrere. Die das dann von da nach da bringen und von da nach da und das war's. Das heißt, die Verbindung komplett vom Tank bis zu den beiden Forges ist jetzt mit MK3 Rohren und Untergrundrohren. Kriegst trotzdem nicht genug Wasser. Kriegst nicht genug Wasser, ist das Problem. Habe ich jetzt wieder irgendwo was anderes kaputt gemacht? Also hier kommt kein Wasser an. Null. Clean Water. Null, null, null. Null, null, null. Ha? Da. Kein Wasser. Mist. Lern durch Schmerz. Lern durch Schmerz. Yeah. Also, okay. Du da. Mach da gleich noch eine hin, warte mal. Wir haben doch bestimmt noch mehr. Ja, hier. Mach da eine Kiste hin, eine kleine. Da eine Kiste hin. So. Jetzt sammelt sich das Wasser auch wieder und alles hat wieder Wasser und alles müsste laufen. Gott, 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 Gott. Also das rote Fließband können sie nicht auslasten. Das ist aber auch vollkommen okay. So, also Kupferplatten sammeln sich. Alles gut. Forschung. Forschung, Forschung, Forschung. Mach bitte Roboter. Ja, mach bitte Roboter. So, rote Tränke stauen sich, grüne Tränke stauen sich, blaue Tränke stauen sich auch. Weil ich so oft die Forschung vergesse. Wie sieht's sonst hier aus? Aus dir wollten wir mal eine gelbe Fabrik machen, ne? Zentrifuge, Air Intake, nein, ich hätte gerne eine gelbe Fabrik. Brauchen wir Speedmodule für und für Speedmodule fehlen uns grüne Chips. So, stauen sich jetzt vielleicht grüne. Oh, wir haben die Pufferkiste weg. Ne, da ist die Pufferkiste. Sie puffert nur nicht. Was fehlt dir? Hier hast du Eisen. Du futterst das ganze Kabelzeug weg, ja. Trotzdem bist du nicht schnell genug. Genau, da müssen schnellere Ärmchen hin. Schnellere halbe Ärmchen. Okay, also ich optimiere jetzt mal ein bisschen hier an der Stelle. Das wird, glaube ich, der ganzen Anlage gut tun. Angegriffen werden momentan hier nicht. Also habe ich auch Zeit dafür. Du, du. Du, du. Das heißt, die Reinlegeärmchen müssten wahrscheinlich auch bald schneller werden. Oh ne, hängt immer noch aus den Rauslegeärmchen. Ganz schnelle Ärmchen. Was fehlt da jetzt? Wieder grüne Chips. Ja, gibt mal davon ganz viele. So, bau bitte very fast ganze, very fast halbe. Jeweils einen Stack. Und dann gucken wir, wie wir hier so rumdrehen können. Was ist mit der niemals puffernden Ärmchenkiste? Da ist die niemals puffernde Ärmchenkiste. Die puffert. Ich wollte es nur nochmal fürs Protokoll erwähnen. Sie macht es nicht sehr effektiv, aber es sieht lustig aus. Du pufferst auch, du pufferst auch. Rote Chips. Rote Chips werden auch gepuffert, das ist sehr gut. Draht ist voll durchgehend vorhanden, Stahl ist durchgehend vorhanden. Auch wenn ich hier wahrscheinlich dann auch später auf Blast Furnace umsteigen sollte, weil es noch effektiver ist, aber naja. Hm.
Zahnräder waren auch immer ein Problem mit dem Eisen. Genau, du kriegst nochmal ein langes Ärmchen da. Und kriegst einen besseren Pole. Sowieso kriegen hier mal alle bessere Poles. So. Du da? Genau, kannst auch weg. So, so, so. Es wird übrigens demnächst Zeit für so wieder einen großen Komplex aufbauen, ha? Ist schon eine Weile her. Also ähnlich wie bei den blauen Tränken halt. Aber wir haben hier noch so viel Platz. Da muss doch noch irgendwas hin. Momentan läuft das ja alles sehr gut. Aber was kommt denn da jetzt als nächstes? Eine Anlage für Module wäre nicht schlecht. Munition, nö. Edelsteine, ja, aber das müssten wir erstmal Edelsteine haben. Ich glaube, das da. Ich glaube, die da sind die Edelsteine. Aber nee, ich denke, mit Edelsteinen werden wir erst anfangen können, wenn wir in der Lage sind, die Spawner zu töten. Und das können wir momentan noch knicken. So, Stein ist okay, du bist okay. Mach mal aus dir bitte eine ordentliche Pufferkiste. So, mit Reinleger und Rausleger und überhaupt. Nicht unbedingt die ganz schnellen Ärmchen, da kannst du auch ganz normale blaue nehmen. Oder auch ganz normale solche. Also du tust rein, legst drauf, legst halb auf. Genau, und füllst dich, damit hier der ganze Stein auch abgebaut wird. Von da unten. Da kann übrigens nochmal ein zweites Ding hin. Da. Reicht auch nicht alles. Das, was unter der Fabrik da ist, zum Beispiel nicht, aber kommt später. Der Mini-Stöpsel da. Der Mini-Stöpsel sollte mal einen Turm bekommen. Nicht, dass da irgendwann wirklich mal ein Angriff kommt und dann gar nichts passiert. Oh, und wir brauchen neue davon. Ja, okay. Stöpsel da. Und einfach ein wenig komisch verteilt Türme. So, Robotics haben wir. Fliegen brauchen wir auch noch für Roboter. So, 4 Türme, das können sogar reichen da. Oh, wo ich gerade dabei bin, Türme zu verteilen. Ich sollte hier auch schön weiter verteilen. Die hatten nicht überall 3. Da. 3, 3, 3, 3. 2. Ach, hier war Wasser, okay. So. Das sollte erstmal reichen. Gut. Da oben ist ein Wald von uns, den ich eigentlich bei Zeiten auch mal wieder fällen müsste und zerhackstückeln zu Samen. Aber da habe ich gerade keine Anlage für. Die könnte ich hier oben irgendwo wieder aufbauen. Wo sie nicht im Weg ist. Hier ist ja eh so mein Privatbereich. So. Ja, das könnte ich bauen. Private Chipfabrik. Private Rotchipfabrik. Wobei, das puffert sich alles auch hier. Und das wird ja eh später alles über Gib-mir-Kisten und Bitschön-Kisten geregelt. Ja, das brauche ich alles gar nicht da oben. Aber was soll's. Ja, ich weiß gar nicht, was ich gerade machen soll. Es läuft alles. Also wenn irgendwo... Ah, ich kann die restlichen Türme hier unten aufbauen. Ja, da werde ich noch ein paar mehr von bauen müssen. Zack, 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 zack. Strom wird bald ein Problem werden. Das ist richtig. Aber dafür habe ich ja die lila Chips erforscht. Irgendwo. Da. Dafür brauchen wir Bundle Wire, dafür brauchen wir Rubber. Okay. Das ist doch mal ein Plan. Das heißt, ich holze den Wald jetzt hier ab. Der ist eh so ein bisschen unpraktisch. Da kommt dann eventuell... Also da wir ja wahrscheinlich die Lava noch später mehr erhitzen werden. Für Tungsten und Stahl und Gold und was weiß ich. Wobei Gold nicht... Egal. Also wir werden auf jeden Fall höhere Lava brauchen. Das heißt, das Ganze muss hier weiter nach oben gebaut werden. Das heißt, die Tränke kommen dann wahrscheinlich hier durch und dann da runter. Da könnten wir hier oben, also statt in Ost-West-Richtung, die Forschungsdinger in Nord-Süd-Richtung hier hinpacken.
damit hier in dem Bereich genug Platz ist für die ganzen Tanks. Für 1800, 2000, 2200, 2400 und so weiter. Aber es hat ja noch Zeit. Momentan war mir erstmal nur wichtig, dass die Eisenplatten und die Kupferplattenproduktion komplett über Flüssigkeit läuft, damit es schön effektiv ist. So, das heißt, da ich jetzt so viel weghaue hier, werden die Beißer gleich stinkig werden, ne? Weil der Smog da wieder ankommt. Dann bau doch mal hier ganz schnell die Möchtegern-Fabrik wieder auf. Kiste? Keine Kiste. Bau Kiste. 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 Du stellst her. Da, da. Bitteschön. Dann kriegst du ein Ärmchen hier, ein Ärmchen da. Haben wir noch einen Schmelzofen zufällig im Inventar? Ja, hier. Du kriegst auch gleich eine Kiste. Da und da. Und du bist mein persönlicher Rubber-Hersteller. Achso, da können wir es einfach so reinschmeißen, ne? Genau. Da kommt dann Rubber raus. Das heißt, einen Teil schmelzen wir ein und einen anderen Teil setzen wir dann hier wieder auf, um wieder mehr Bäume zu haben. Sehr schön. Und das Ganze könnte man übrigens komplett automatisieren, wenn man den Tree Farm Mod installiert. Da kann man dann auch das Rubber direkt harvesten. Also das Resin, das gelbe Zeug direkt harvesten von den Bäumen mit Ärmchen und dann auf Fließbänder packen und so weiter und so weiter. Aber es läuft gerade so schön stabil mit den Modpacks, die ich drin habe. Da will ich jetzt nicht noch was anderes reinpappen, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und so viele Lila-Chips werden wir, glaube ich, nicht herstellen. Außerdem kann das Holz fällen später auch die Roboterarmee übernehmen. Nur das Neupflanzen muss ich dann machen. Aber das ist ja einfach nur rechte Maustaste spammen und so machen. Das ist vertretbar, würde ich sagen. So, Wald ist weg. Gib mir Ding, Ding, Ding. Ja, mach lieber ein paar mehr Samen als Rubber. So. Und du stellst jetzt her Bundle Wire. Und dafür brauchst du blaue Chips. Blaue Chips haben wir noch gar nicht angerührt, oder? Nö. Wir haben grüne Chips. Wir wollten da unten auch noch rote Chips machen. Und für die blauen Chips brauchen wir eh irgendeine Flüssigkeit. Zeig mal her. Wir brauchen Schwefelsäure. Die wir jetzt ja wieder haben. Das heißt, wir könnten nicht hier irgendwo einen Mini-Komplex machen für blaue Chips. Wird der so mini? Ja, wird er. Okay. Ich wollte das gerade dramaturgisch aufpushen, dass wir dann eine Riesenaktion machen werden, um blaue Chips herzustellen. Aber wir brauchen nur grüne und rote. Eine rote Fabrik können wir hier ganz einfach hinmachen, weil sowohl Draht als auch... Ja, können wir irgendwas zwischenbauen. Also sowohl Draht wie auch grüne Chips werden direkt vor Ort hergestellt. Und Plastik kommt von da. Also das ist kein Ding. Das heißt, wir bauen hier eine rote Chipfabrik hin. Wir bauen da eine blaue Chipfabrik hin und ziehen einfach ein Schwefelsäure-Rohr nach hier und dann passt das. Okay. Machen wir doch einfach mal. Wo ist meine blaue Fabrik? Die habe ich gerade gesetzt, okay. Und wir haben mal wieder keine Chips. Ja, ich hatte ein bisschen da oben rumgefriemelt, aber ich denke nicht, dass sich da inzwischen irgendwas gestaut hat. Das heißt, ich werde da noch mehr machen müssen. Und ich glaube, das Ding kann hier weg, oder? Du auch? Ja. Gut. Und dass immer noch nicht überall die guten Poles sind, irritiert mich ein bisschen. So. Okay. Du. Weg. Ne, ist nichts drin. Was fehlt dir denn andauernd? Gib ihm einfach ganz viele schnelle Ärmchen. Hier. So, saug die ganzen Fließbänder leer. Das schnelle Ärmchen beim Rauslegen reicht, ja. Kriegst du ein bisschen mehr Produktivität. Ja, das heißt, es liegt jetzt an den Fließbändern. Und wahrscheinlich an der Drahtproduktion. Das heißt, ihr braucht auch schnellere Ärmchen, die reinlegen. Ja,
okay, das ist ein bisschen Overkill. Aber ja, okay, schnellere Ärmchen, die reinlegen. Und schnellere Ärmchen, die rauslegen. Ganz schnelle Ärmchen. So, dann kriegt ihr jetzt noch schnelle Fließbänder. Und auch schnelle unterirdische Fließbänder. Und überhaupt Fließbänder. Haben wir Zahnräder irgendwo gepuffert? Nö. Dann müssen wir welche klauen. Zack, 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 zack. So. Warum habe ich hier eigentlich keine Pufferkiste für Zahnräder gemacht? Fällt mir gerade auf. Bisschen komisch. Wo kriegst du eigentlich Eisen her? Ach, von da oben. Und da kommt so wenig Eisen an, weil... hier gerade so wenig Eisen ankommt. Was passiert da? Der Eisentank ist fast leer. Oh, weil keine Lava mehr da ist. Oder weniger Lava da ist. Okay, dem muss ich nachgehen, das ist wichtig. Also 1400 Lava haben wir bis zum Get-No. 1600 Lava nicht. Okay, Lava-Händler. Da, mach bitte 1600er Lava aus 1400er Lava.